Ja, hallo zusammen. Ich wollte euch mal mein Helm-Setup vorstellen. Und zwar haben mich viele gefragt, wie ich denn meinen Ton hinbekomme, dass der sich so ziemlich, ja, ich will jetzt nicht gut sagen, aber eben sehr klar anhört. Und zwar habe ich aber wirklich nur ein ziemlich preiswertes Mikrofon verbaut. Das habe ich mir auf Amazon bestellt. Angeschlossen habe ich dieses Mikrofon über einen Mikrofonadapter, weil die GoPro Hero 5, da kann man ja so ohne weiteres mal irgendwie ein Mikrofon einstöpseln, sondern braucht dazu diesen Adapter, der auch direkt nur über GoPro zu beziehen ist. Der kostet so im Schnitt um die 50, 60 Euro, ist natürlich voll überzogen und sieht natürlich auch voll beschissen aus. Aber da kommt man denn nicht drum rum. Den steckt man praktisch in die GoPro rein. Und kann dann dort auf der anderen Seite des Adapters das Mikrofon einstecken. Mit einer 3,5 mm Klinkenbuchse das ist das ganze Ding versehen. Und das Mikrofon kann man dann halt verlegen, wohin man auch möchte. Ich habe es bei mir direkt in. Die Kinnpartie eingebettet, zeige dann auch gleich nochmal. Die GoPro ist ganz normal mit dem originalen Gehäuse hier angebracht und habe hier praktisch diese Grundplatte am hellen angeklebt. Das Ganze mit einem gebogenen Arm versehen, den ich auch nur über längerem Suchen über das Internet bezogen habe. Und um das Ganze auch vermitteln zu können, die Kamera war mir recht wichtig, dass die in der Mitte sitzt vom Helm, habe ich dann hier noch praktisch so einen Mini-Arm befestigt und noch so ein Winkelstück, dass die Kamera dann natürlich nach oben gerichtet ganz normal angebaut werden kann. Weil viele bauen sich die Kamera auch direkt unter den Schirm. Das wollte ich jetzt nicht, weil sie mir dann so ziemlich in einer Tichte hängt. Und ja, da bin ich eigentlich der Meinung, dass das so ziemlich die beste Lösung ist. So, jetzt kommen wir zu den Mikrofonen, die ich verbaut habe. Und zwar... Dass man das jetzt hier halbwegs sehen kann hier ist natürlich mein windschutz im weg mal sehen wie wir das hier alles handeln können kamera und mikrofon und lampe und zwar habe ich hier immer ein mikrofon zu sitzen das mikrofon ist direkt wie ich eben gesagt habe an der gopro angeschlossen und dann habe ich hier noch ein Mikro. Sieht man jetzt leider nicht ganz so. Ist ein bisschen schattig das Ganze. Kriegen wir das hier noch irgendwie hin? Ne, kriegen wir nicht hin. Auf jeden Fall habe ich hier noch ein Mikrofon zu sitzen. Und das ist praktisch für mein Kommunikationssystem gedacht, was ich hier noch verbaut habe. Damit ich. Navigation und Kommunikation praktisch mit anderen Motorradfahrern hier drüber noch äh, regeln kann. Kann mich halt auch navigieren lassen, also sprich, alles, was mein Handy an Ton abgibt, wird über Bluetooth übertragen und landet bei mir in Stereo im Helm. Ist auf jeden Fall eine feine Sache. Vor allem, wenn man sich halt mit seinem Fahrpartner noch unterhalten kann, kann eben diverse. Fahr-Action schon mal vorher absprechen welche Autofahrer man abzieht und welche nicht zum Beispiel. Ist auf jeden Fall eine feine Sache. Der Helm an sich ist äh, voll aus Carbon, weil vorher hatte ich einen cross gehabt, war nun nicht so unbedingt mein Ding, weil Problem war halt bei dem Cross-Helm, dass der ziemlich schwer war. Man wird nicht glauben, wenn man noch eine GoPro anbaut und hier noch einen Adapter und da noch einen Halter und hier noch was. Denn es ist nicht gerade ohne. Weil wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, ist es natürlich auch noch eine Sache mit dem Fahrtwind. Und naja, das sind halt viele Komponenten, die auf einmal, ja, das dann schön beeinflussen können, dass eben der Hals wirklich sehr ja, beansprucht wird. Ja, was kann ich jetzt noch zu dem Helm sagen? Der Helm an sich, nichts zu übersehen, ist von der Firma nishua Den habe ich bei Louis gekauft und ja, den kriegt man eigentlich schon für um die 300 Euro. Manchmal ist er so also ja im Angebot, wenn jetzt gerade Saisonstart ist oder Saisonende oder wisst Geier, jedenfalls machen die manchmal so Aktionen. Da kostet dann halt plus 199 Euro. Das einzige, was ich empfehlen kann, dann halt noch, wie ich es hier auch installiert habe, das Visier praktisch in getönter Version. Da ist jetzt nur beigelegt, dieses klar, äh, ja, klar, sich Fenster wollte ich schon sagen, der ganz normale klare Visier halt. Aber ja, sieht wesentlich besser aus, wenn sie tönt ist. Und gut, wenn die Sonne scheint, ist natürlich auch keine Frage besser. Ja, viel mehr gibt es zu dem auch gar nicht zu sagen. Das Einzige, ich habe mir noch hinten eine zusätzliche 3,5 mm Audiobuchse verlegt, dass ich praktisch ja den Ton noch anzapfen kann. Vom Kommunikationssystem, weil ich habe ja auch noch ja vorhin dass ich den Ton von meiner Freundin praktisch dennoch vernünftig mit ins Video einpflegen möchte und ja, das sollte erstmal der erste Schritt dafür sein, um überhaupt naja die Voraussetzungen dafür gelegt zu haben, dass es irgendwie funktioniert. Ja. Das soll es soweit gewesen sein. Dann würde ich sagen, die Saison kann beginnen. Bis denn, ciao.